Functional Generative Design unterstützt Konstrukteure, das Bauteilgewicht zu minimieren, die Steifigkeit zu maximieren, Kosten zu senken und den Materialeinsatz zu optimieren. Für die Seilbahn gibt es eine Anforderung. Um das Maximalgewicht nicht zu überschreiten, soll der Arm maximal 400 kg wiegen. Hierfür wird die Geometrie optimiert. Mit dem Exploration-Assistenten im Functional Generative Design werden Sie Schritt für Schritt durch den Workflow geführt. Zunächst wird der Konstruktionsraum ausgewählt sowie die Funktionsbereiche definiert. Eine Vernetzung des Bauteils wird generiert. Als nächstes zeigt Ihnen der Assistent, dass Kräfte und Randbedingungen definiert werden sollen. Der Arm ist gelenkig gelagert und wird an seiner Spiegelebene fixiert. Es muss mindestens ein Lastfall definiert werden. Das Optimierungsziel wird bestimmt und die Form berechnet. Nach der Berechnung jeder Iteration werden die Ergebnisse von Bauteilmasse und Steifigkeit dargestellt. Als nächstes wird die Form erstellt. Nach der automatischen Berechnung kann der Konstrukteur das Optimierungsergebnis anpassen. Im Functional Generative Design kann zwischen verschiedenen Optimierungen für Fräsen, additive Fertigung und Gießen gewählt werden. In diesem Fall wurde die Variante für Frästeile gewählt. Nun werden die Ausschnitte für den Fertigungsprozess angepasst. Hierbei wird die Normale zur Fläche mit den Ausschnitten definiert. Es werden lediglich die inneren Konturen benötigt. Anschließend wird die neue Geometrie validiert. Die Randbedingungen und Kräfte können übernommen werden und es wird eine Vergleichsspannung dargestellt. Mit Functional Generative Design erhalten Sie ein effizientes Bauteildesign mit Hilfe einer nahtlos im CAD integrierten Topologieoptimierungslösung. Durch angeleitete Workflows lassen sich auf den Fertigungsprozess abgestimmte Bauteile einfach erstellen.